Am Anfang steht die Muskelkraft. Die Arbeit mit der Schaufel und der Dreieckskelle. Freilegen, was über die Jahrtausende von der Natur zurückerobert oder durch Neubesiedlung überdeckt, verändert und zerstört wurde. In Kempraten bei Rapperswil-Jona wird ausgegraben. In römischer Zeit lag hier ein Dorf, das ein bedeutender Umschlagplatz für Waren und ein wichtiges kulturelles Zentrum für die Region am See war. Dank der archäologischen Forschung weiß man heute, dass an diesem Ort früher Werkstätten, Läden, Gasthäuser und Tempel standen. Auf dem Markt wurde mit handwerklichen und landwirtschaftlichen Produkten gehandelt, auch mit Waren aus anderen römischen Provinzen. Wissenschaftliche Archäologie ist die Kunst des Deutens. So geben materielle Reste Aufschluss darüber, wie die Menschen von damals lebten, arbeiteten und sich organisierten. Ohne schriftliche Quellen müssen die Archäologen besondere Wege gehen, um Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Das bedeutet eine systematische Arbeitsweise bei der Freilegung, Analyse, Vermessung und Dokumentation. Das alles setzt ein breites Wissen über die Frühgeschichte voraus. Erst dann kann verglichen und eingeordnet werden. Vorhandene Erkenntnisse können ergänzt werden. Nur wenige Monate stehen dem Archäologenteam zur Verfügung, um das Gesamtbild der Römersiedlung in Kempraten zu erweitern. Dann werden die Bagger auffahren. Dann wird an diesem geschichtsträchtigen Ort eine moderne Wohnsiedlung gebaut. Die Archäologie stellt nicht so sehr den schönen, wertvollen Fund ins Zentrum, sondern auch die Gesamtheit unspektakulärer Objekte und ihre Beziehung zueinander. Zusammenfügen, was einst zusammengehörte. Kostbares römisches Tafelgeschirr, das aus Gallien importiert wurde. Die Alpen waren keineswegs eine unüberwindbare Barriere für die seit vorgeschichtlichen Zeiten existierenden Beziehungen zwischen Nord und Süd. Archäologische Forschungen belegen den kulturellen Austausch. Er begann vor über 10.000 Jahren. Die letzte Eiszeit ging zu Ende, die Gletscher wichen zurück und kleine Gruppen von Jägern und Sammlerinnen durchstreiften den Alpenraum. Die Jäger kamen auf ihrem Streifzug durch das St. Galler Rheintal. Noch wussten sie wohl nicht, dass die Sachserlücke der letzte Übergang einer mühsamen und gefährlichen Alpenüberquerung von Süd nach Nord sein würde. Die kleine Jägergruppe schlug sich durchs Gebüsch, ständig in der Hoffnung auf Beute. An den steilen Ufern des Fählensees, eingekesselt zwischen den Gebirgsreihen des Alpsteins, liegt die Altwasserhöhle.
Der spartanische Rastplatz von knapp 1,20 Meter Höhe diente den Wildjägern als Unterschlupf und Ausgangspunkt für ihre Beutezüge im engen Talkessel. Ausgrabungen brachten 1995 eine archäologische Sensation ans Licht. Der erstmalige Beweis, dass Jäger aus Norditalien schon vor 12.000 Jahren die Bündner Alpenpässe überquert hatten. Zerschlagene Knochen gab es viele, hingegen nur zwei einzige Beweisstücke. Kaum 3 Zentimeter lange Pfeilspitzen mit Merkmalen, die nördlich der Alpen zu dieser Zeit nicht bekannt waren. Vieles weist darauf hin, dass Jäger und Sammlerinnen den Alpenraum bis auf Höhen von 2000 Metern über Meer nach Rohstoffen abgesucht und bejagt haben. Die Alpen, ein mächtiges, 1200 Kilometer langes und 150 bis 250 Kilometer breites Faltengebirge mit Gipfeln von über 4000 Metern Höhe. Ursprünglich trugen die Menschen selber Waren über die Alpenpässe. Schwer beladen, bewältigten sie täglich eine bis zu 25 Kilometer lange Strecke durch unwegsames Gelände. Seit 7500 Jahren wurden auch Schafe, Ziegen oder Rinder mit Waren bepackt. Die ersten Bauern in unserer Region lebten in Dörfern auf sonnigen Terrassen. Sie bauten Getreide an und züchteten Tiere. Neu war auch die Herstellung von Gefäßen aus gebranntem Ton. Keramik von Pfeffersbühl bei Sevelen. Vor 6000 Jahren standen an den Ufern des Bodensees und Zürichsees Pfahlbausiedlungen. Hier musste wenig gerodet werden und der See war, trotz Mückenplage, ein idealer Transportweg. In Pfahlbausiedlungen finden die Archäologen häufig Objekte aus ortsfremdem Rohmaterial. Exotische Importstücke? Tauschgaben? Oder Geschenke aus fremden Gegenden? Auf jeden Fall sind sie der Beweis einer weiträumigen Mobilität der Menschen, auch über die Alpen. Bronzebeile galten seit der frühen Bronzezeit als Kapitalanlage. Sie wurden oft in der Erde vergraben. Der natürliche Tresor sollte das wertvolle Rohmaterial vor fremdem Zugriff schützen. Bronze. Damals der neue Werkstoff ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn. So kam auch der tüchtigste Bronzegießer nicht ohne überregionale Handelsbeziehungen aus, denn das Zinn musste er importieren. Eine Gottheit in Menschengestalt aus den südlichen Alpentälern. Gefunden bei Sagans Filt. Der 9 cm große Bronzekrieger war ein Symbol für Macht und Stärke. Auf der keltischen Münze das Gesicht eines Kriegers. Nach der Steinwüste das Dickicht. Undurchdringliche Wald- und Sumpfgebiete prägten die Landschaft. Personen- und Warentransporte auf dem Wasser erleichterten die Reise nach der mühsamen Überquerung der endlosen Gebirgsketten. Auf den Seen und Flüssen war der Einbaum über Jahrtausende hinweg ein bequemes Transportmittel
und die fischreichen Gewässer konnten von den Booten aus besser genutzt werden. Die Handelsrouten führten meist entlang der Gewässer, auch durch das St. Galler Kantonsgebiet. Wichtige Handelswege über die Alpen führten durch das Alpenrheinland und von Sargans aus nach Nordwesten, entlang des Walensees in die Lindebene. Dieser Laugen-Melaun-Krug vom Mondlinger Berg deutet darauf hin, dass um 1100 vor Christus in der Siedlung auf dem Hügel eine Familie aus dem südostalpinen Gebiet wohnte. Dass die spätbronzezeitliche Siedlung auf dem Mondlinger Berg weite Handelsbeziehungen hatte, zeigen aus Mittelitalien importierte Weihrauchschaufeln. Ein luxuriöses Collier aus Bernsteinperlen war schon zur Bronzezeit ein Statussymbol. Der rohe Bernstein aus dem Ostseegebiet wurde in Oberitalien zu Perlen verarbeitet und gelangte anschließend auf seiner zweiten Reise über die Alpen in den Besitz einer wohlhabenden Person auf dem Mondlinger Berg. Noch bevor auf dem Mondlinger Berg eine Siedlung stand, wurde diese natürliche, sichere Lage von Menschen genutzt. Auf ihren Streifzügen durch das Rheintal mit seinen gefährlichen Sümpfen suchten sie hier oben Schutz. Vor 3000 Jahren stand hier, hoch über dem Tal, eine Siedlung mit einem imposanten Schutzwall. Die Handelsbeziehungen und die Kontrolle der Handelswege brachten der Bevölkerung Ansehen und Wohlstand. Die Menschen hatten regen Kontakt mit den Bewohnern südlich der Alpen. Archäologische Fundstücke lassen sogar vermuten, dass auf dem Mondlinger Berg Familien aus dem Südtirol oder dem Trentino wohnten. Der Ochsenberg bei Wartau war, wegen seiner bevorzugten Lage, hoch über dem Rheintal, seit Jahrtausenden ein besonderer Ort. Vor 2500 Jahren diente er als Brandopferplatz. Eine mystische Stelle. Hier sollten die Götter gnädig gestimmt werden. Auf dem Opferplatz wurden Teile von geschlachteten Tieren, Geräte, Schmuck und Waffen dem Feuer übergeben. Brandopferplätze sind aus dem antiken Griechenland und Rom, aber auch aus dem ganzen inneralpinen Raum bekannt. Der Ochsenberg ist die westlichste Kultstätte. Dann kamen die Römer und brachten eine neue Religion über die Alpen. Die römische Propaganda erreichte die Untertanen bis in den hintersten Winkel des riesigen römischen Reiches. Mit Münzen. Während auf der Vorderseite der Kopf des regierenden Kaisers prangte, wurden auf der Rückseite dessen Heldentaten dargestellt. Luxusprodukte, aber auch neue Gesetze kamen nun aus dem Süden. Straßen und Verkehrsverbindungen gehörten zu den eindrücklichsten Leistungen der Römer. Ochsengespanne überwanden im Alpenraum auch schwierige Passagen und große Steigungen. Für den Personentransport wurden Maultiere und Pferde eingespannt.
Die Verzierung eines römischen Reisewagens, ein Mercedes-Stern der Antike, wurde bei der Rheinmündung am oberen Bodenseeufer gefunden. Vielleicht ein letzter Überrest einer misslungenen Flussdurchquerung? Es waren nicht die hochgelegenen Alpenpässe, die den römischen Straßenbauern am meisten Mühe bereiteten. Viel schwieriger war es, die steilen Schluchten am Ende einer Alpenüberquerung zu überbrücken. Eine Meisterleistung war der heute noch teilweise erhaltene, in die Felswände der Via Mala-Schlucht geschlagene Römerweg. Hier waren Menschen unterwegs mit Karren, beladenen Maultieren, Pferden und sogar Kamelen. Die Passhöhe am Julia. Geröllmassen und Naturgewalt haben die Römerstraße fast gänzlich unter sich begraben. Hier stand einst ein Heiligtum, eine Tempelanlage mit Jupiterstandbild als Dank für die wohlgesinnten Götter. Götter, die vor Unwettern, Bergrutschen und Lawinen schützen sollten und denen man sich hier oben näher zu sein wähnte. Über die Alpen kam dann auch das Christentum. Auf einer dreiteiligen Gürtelgarnitur, einer Grabbeigabe für einen Mann aus dem frühen Mittelalter, findet man bereits eine Kreuzdarstellung. Grabfunde geben wichtige Hinweise. Sie gelten bei den Archäologen als geschichtliche Personalakten. Sie geben Auskunft über das Alter, das Geschlecht, Krankheiten und sogar über den gesellschaftlichen Stand und das Ansehen einer Person. Eine 35-jährige Frau mit ihrem ungeborenen Kind. Grabbeigaben verraten viel über die Lebensumstände und Modeströmungen der jeweiligen Zeit. Die Funde aus fremden Regionen bezeugen die erstaunliche Mobilität unserer Vorfahren. Das antike Bild der Alpen als unüberwindbare Barriere zwischen Nord und Süd, das noch bis ins 18. Jahrhundert unangefochten Gültigkeit hatte, wurde durch die archäologische Forschung grundlegend korrigiert. Unterwegs waren wir schon immer. Von Norden nach Süden, von Süden nach Norden. Die Alpen waren nie ein Hindernis. Die Menschen haben sich dank ihrer Offenheit und Neugier gegenseitig immer wieder inspiriert. Durch all die Jahrtausende. Bis heute.